Okay, Lenny. What is your least favorite part about being a teenager? Should I answer in German? Yes, you should. Warte, da muss ich kurz nachdenken. Wie war die Frage? Oh, again, please. Oh, yeah. Nee. Mann, das ist voll schwer. Mich nervt es manchmal, Teenager zu sein, dass man von Erwachsenen nicht ernst genommen wird oder oftmals anders behandelt wird als andere Erwachsene. Dass man so viele Erwartungen von den Erwachsenen kriegt. Dass man immer noch so als jung abgestuft wird oft und dass man so auch oft nicht so viele Freiheiten hat. Dass man weiß, was man in der Zukunft machen soll, dass alle wollen, dass du weißt, was du willst und dich trotzdem teilweise behandeln wie ein Kind. Das nervt am meisten. Dass man sehr schnell in eine Schublade gesteckt wird und ja, wir gelten als die Smartphone-Generation, aber manchmal ist es auch sehr anstrengend, auch wenn es stimmt, aber ja, nicht alle sind so Smartphone-addicted. Also, dass man irgendwie sich jetzt so mit 16, 17 einen Job suchen muss und irgendwie wissen soll, was man nach der Schule macht und irgendwie die Schulnoten müssen so gut sein und bla und ja, das ist eigentlich ein bisschen nervig. Mich nervt am meisten, Teenager zu sein, dass man nicht ernst genommen wird und zum Beispiel, wenn man ernsthaft ein Problem oder so hat und man mit jemandem drüber reden möchte, dann sagen die, ja, du bist noch jung, das ist so alles nicht so schlimm, aber für einen selber wirkt es immer noch schlimmer und ja. Auch noch, obwohl man Verantwortung tragen kann, einem nicht so viel Verantwortung gegeben wird, weil man halt noch ein Teenager ist oder dass man immer sagt, was falsch gemacht wird, dass es dann in die Pubertät eingestuft wird oder sowas und sowas ist halt irgendwie unnötig. Ansonsten ist Teenager zu sein super. You say, was magst du meistens daran, Teenager zu sein? That's not bad. Yeah. Ich mag am meisten daran, Teenager zu sein, dass man noch jung ist und... Guck da. Okay. Hast nicht so viel, ja, nicht so viel Verantwortung. Du kannst nach der Schule rausgehen und irgendwie, keine Ahnung, am Wochenende bis 3, 4 Uhr. Nee, okay. Nein, okay, scheiße. Also, am meisten daran, Teenager zu sein, mag ich die Freiheit, dass man machen kann, was man will. Also fast. Man kann noch sein Leben vor sich hat und noch viel unternehmen kann und noch relativ jung ist und dazu in der Lage ist. Dass man jung ist und alle Möglichkeiten hat, irgendwie frei zu sein und seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Man muss dann noch in die Schule gehen, aber man hat keinen Job, zu dem man jeden Tag muss und kann ganz viel Spaß haben. Wahrscheinlich, dass man noch so jung ist, so frei, also man hat irgendwie noch das ganze Leben vor sich, man kann irgendwie eigentlich noch alles machen und hat trotzdem noch so viel Freizeit, irgendwie durch die Schule hat man so viel mehr Ferien als alle anderen. Vor allem, dass man wirklich auch noch so körperlich fit ist. Ja, dass man einfach noch nicht so die Verantwortung hat und sondern einfach noch so Sachen machen kann und ausprobieren kann und es ist trotzdem noch nicht so richtig alles falsch oder so, sondern man hat einfach noch so die Freiheiten und lernt noch und wenn man was falsch macht, kann man anderen noch sagen, so ja, das machst du jetzt falsch und dann kann man es halt für die Zukunft besser machen. Ja, man kann sein Leben noch genießen, man kann fast alles machen, was man möchte, so. Ja. Fridays. Ja. Yes, Fridays. Okay. Just daydreaming. Hä? Emanuel. Emanuel. Alice. Okay.
whenever you're ready. Now I feel really comfortable. Cool. Yes. Did you like your answer? Yes, I did. Yeah.